Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Titan Quest Immortal Throne Ja. Add-on. Genau, mit Skyrim, Chantal und den Wolfies. Doges. Moment mal kurz. Und mit Lafishi, die ein Ritualist ist. Und sich Das war gerade übrigens ein Bier. Bier aufgemacht hat. Nein, das war ein Apfelsaft. In einer Dose. Apfelsaft aus der Dose. Jetzt würde ich ja auch alles schwarz. Achso, das ist ekelhaft schwarzes Wasser. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben waren, weil der letzte Part ist 2 Wochen her. Oh mein Gott. Und ich glaube, wir waren ein Letzten bisschen Part waren wir unterpowered, in ne? einem in so einem komischen Grab rechts, ganz weit rechts, und du hast rumgeheult, weil das zu lang ging schon alles. Ach ja, stimmt. 24 Minuten ist der letzte Part ja lang. Ja. Ich muss mir gerade nochmal angucken, um zu wissen, was wir gemacht haben. Ja, ich glaube, ich habe ihn noch gar nicht benannt. Doch, ich habe ihn ja Ich schon. meine, stell mal an, dass. Oh, nope. Oh, guck mal, ein großes, was bist du denn? Oh fuck, ich bin Ein gerade fast Groot, das ist gestorben. doch aus diesem komischen Film da. Guardians of the Galaxy. Oh, da Yo, ist eine ich will Aufgabe. Stachelpanzer haben! Oh, die macht Schaden. Boah, war ich gerade verdammt gut, Alter. Ich habe mich so schön schnell geheilt. Nimm das Guck mal, mit. ich glaube, guck mal, ein Kopffüßler, das ist wirklich ein Kopffüßler, oder? Nimm das mit. Nein, das sind Bullenfrösche. Was ist ein Kopffüßler? Gibst du mir jetzt einen verwegten Stachelpanzer mal? Ach so. Sorry, habe ich Gib keinen mal auch gekriegt. nicht, aber Stachelpanzer? Wo ist er denn? Da. So, Hauptsache, du darum müssen wir läufst bei eine mir erstmal Quest. dran vorbei. Oh, yo. Zaun. Das sind Kopffüßler. Lass uns vor dem Zaun erstmal alles erkunden. Okay. Aber du siehst ein, dass es Kopffüßler sind. Ja. Oh mein Gott, ich Los. hab gefunden. Was? Da ist Groot. Was Hast du den ist. Film nicht geguckt? Nein. Guardians of the Galaxy, das soll voll geil sein. Ich hab nie gesehen. Ich kenn's nur von 9gag alles. Nein, habe ich nicht gesehen. Oh, shit. Ich sehe mich im Spiegel und bin sau schick. Ich habe übrigens das neue Shinji-Album, ist voll geil. Ja. Ja. Ja, chillig, Es war gar nicht mehr so wie das andere, aber es ist irgendwie voll geil. okay, muss ich nachher mal reinhören oder irgendwann mal. Nachher bist du ja, okay. Oh, nope. Nachher werde ich wahrscheinlich betrunken sein, von Apfelsaft. Ich auch. Von dem Apfelsaft, der hier gerade vor mir steht. Okay, die kann ich nicht so lange stunnen. Gar nicht, nämlich. Also, doch, sie werden kurz gestunnt, aber. Ich dachte gerade kurzzeitig, du wärst tot. Nee. Wohin willst du? Keine Ahnung. Ich wollte erstmal alles. Erstmal Rand erkunden, weißt du? Oh, hier geht's auch weiter. Ich erkunde eigentlich nie den Rand so, also wie ich das immer sage. Ich kann nicht irgendwie erklären, wie ich das mache. Ich mache Du das läufst immer so. einfach wild durch die Gegend. Nee, ich mache das schon in so einem gewissen System. Ich gucke immer, wie weit das Level geht, und dann gehe ich immer so von einem Rand zum anderen hin und nicht, weißt du? Das Ja. ist gleichmäßig erkunde. Alter, wie groß ist diese Scheiße hier? Ich Riesig. dachte. Immer diese Kopffüßler, ey. Ochsenfrosch. Kopffüßler. Hexendoktor. Oh, Gesundheitstrank. Ist der Anura. bessere Gesundheitstrank der beste oder gab's noch einen? Besserer Gesundheitstrank? Ich weiß es nicht. Alter, wieso geht's hier in jede Richtung auch weiter? Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich dachte, wir haben letztes Mal in der Höhle aufgehört. Ja, haben wir auch. Und hier war der Brunnen. Ach ja, man wird hier immer zum Brunnen teleportiert. Ja, Grimmer ist das noch schlimmer, da wirst du immer zur ersten Stadt teleportiert. Oh, guck mal, ein Kopffüßler. Soll ich dir mal was Lustiges sagen? Was? Meine Hunde sind schon beide tot. Du hattest Seit zwei so Hunde beschwört? 20 Minuten. Das ist ja ein ganzes Paar, wir nehmen auch schon so lange auf, ne? Ja. Oh, ich habe meinen Timer gar nicht gestartet, oder? Nein. Gott. Hast du deinen Timer gestartet? Nein, weil ich dachte, du machst deinen. Okay, dann sagen wir jetzt mal so 15 Minuten, richtig? Ja. Okay. Ich habe gerade einen Zug von einer Bierdose, von einer Apfelsaftdose genommen, als wir angefangen haben. Das ist Apfelsaft und Biergeschmack, ne? Ja. Welches ist denn das? X-Berry. Lass jetzt mal links gehen, die Brücken sehen irgendwie. Moment, XP war doch diese 2,5er, ne? Ich glaube 5 Müller. Warte. Ja? Kurz nachgucken. Hat doch Ne, lieber nach Pisse 2,5er. geschmeckt. Stimmt, Black Label ist das, was 5,0 hat. Das hat nach Pisse geschmeckt. Ich schmeckt alles nach Pisse. Ich find's gut. Aber nach leckerer Pisse. Das ist steril, ich meine den Geschmack. Es ist zwar weder steril, noch magst du den Geschmack, aber es ist steril und du magst den Geschmack. Ja.
Das Game einfach 10 auf 10. Ich habe gestern Battlefield 3 gespielt, den Koop-Modus, und der ist voll scheiße. Wir haben die zweite Mission nicht geschafft. Okay. Die war übrigens super. Wohin läufst du? Weg! Da ist ein Magi, der hat mich getötet, hätte ich gewartet. Ich war auch gerade schon fast down wieder. Oh, noch eine einfache Ansammlung. Brauchst du euch Hilfe? Kämpfst du noch? Ja, ich hab hier gleich alles tot. Oh ja, muss ich ja nicht kommen. Ist alles tot. Wann kommt er wieder ran, um zu gucken? Loot? Oh, Loot. Hm, ich hab schon gelootet, deshalb bin ich auch nicht gekommen zuerst. Ich hab grad fast aus meinem Bildschirm rausgeklickt, ey. Oh, scheiße, das geht ja sogar. Das ja. Hab ich aber bei Titan Quest hab ich das noch nie hingekriegt. Soll ich dir mal was sagen? Was? Ich habe keine Gesundheitstränke mehr. Wie kannst du keine haben? Du kostest immer 60 oder so. Ich habe nur 31. Ja, weil ich die 60 millionenfach benutze. Weil ich kaum Resistenz habe. Ich habe auch nicht so viel Resistenz. Und außerdem meistens alles pulle. Oder du pullst alles und ich muss dich immer aus der Scheiße rausholen. Willst du vielleicht ein paar Tränke haben? Nee, ich hole mir gleich welche in der Stadt. Es klappt ja theoretisch auch alles ganz gut ohne Tränke. Dann darf ich mich nur nicht so... YOLO-mäßig überall reinstürzen. Da ist übrigens eine Quest. Ja, die habe ich, das habe ich schon gesagt, ganz am Anfang. Oh, okay. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Hast du jedes Mal, wenn wir aufnehmen? Ja. Yeah. Ist eigentlich immer. Ja. Yeah. Egal, ob wir aufnehmen oder nicht. Ich weiß. Ich habe auch seltsamerweise nur 40, also 30 bis 40 FPS. Ich habe 60. Jo, ich muss fürs Loot sterben. Oh, ich hab dich getroffen. Hilfe, mach was! Oh, ist das ein Riesenpilz? Ja. Kopfpilz. Hieß der gerade wirklich Kopfpilz? Dann wolltest du das Grüne haben, ne? Das habe nämlich ich. Wieso ist Scheiß, die Quest immer noch da? Nein, das ist wahrscheinlich wieder irgendein Magierkack. Es hat 78 Rüstung, es hat ganz viel Giftvergeltung, Giftschaden und Gesundheitsregeneration. Ne, Minus, okay. Das ist halt voll scheiße, es tötet dich. Das ist so wie das eine Teil, was ich mal hatte in Ägypten. Hm. Was mir langsam eben abgezogen hat. Okay, jetzt gibt es Brücke 1 oder Brücke 2. Oder noch ein Lager. Wo? Dazwischen. Ja, machen wir erstmal das Lager, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, die rechte Brücke. Kopffüßler, guck mal, Krabben. Ich liebe Kopffüßler-Krabben. Oh Gott, hat das gerade gelaggt. Ach ja, scheiße, ich habe ja... Oh, ich hatte doch wieder einen Gesundheitstrank. Jo, hier ist ein Aura. Oh, scheiße, das ist ein Held. Welcher? Ach, der hier! Der ist fast tot. Ja, ich bin fast tot. Agro. Nein, ich hatte gerade Agro. Zumindest von seinen vier kleinen Viechern. Schießt die ganze Zeit auf mich! Ich hatte aber gerade Agro von seinen vier kleinen Viechern. Ja, aber die sind ja schwul. Die waren gemein. Die haben mich fast gekillt. Ist das Spiel irgendwie leichter geworden? Jetzt, wo diese komischen Kopffüßer nicht mehr da sind? Tja, den wolltest du haben, wa? Ja. Assi. Warum nennst du mich Assi? Du nimmst doch alle Schreine. Egal, was für Schreine sind. Die letzten vier Parts jetzt, ja. Davor habe ich dir mal alles gelassen, bis auf die Ex. Ja, bis auf die Erfahrungsschreine habe ich dir sonst immer alle gelassen. Seitdem du angefangen hast, mir die Erfahrungsschreine abzunehmen. Ich hab eingenommen, dich gefunden. Ja, einen. Und du hast ja schon mindestens 30. Ja, das ist Rivalität hier. Ich hab sie gestunt für dich, ich muss sie aber erstmal looten. Immer diese Kopffüßler, ey. Immer diese Kopffüßler. Da ist schon wieder eine Aufgabe, Alter. Wahrscheinlich ist das noch ein Pilz oder irgendein anderer Scheiß. Ja, wahrscheinlich wieder irgendwas, was wir töten müssen. Ne, ich glaube eher, dass wir irgendein Pilz was sammeln müssen. Also wir mussten das eine Mal auch einen töten und von dem was sammeln. Oh mein Gott. Was haben wir da gesammelt? Könnt ihr gleich sagen. Und das war das falsche Pulver. Alter! Was sind das für komische Sphären, die mich verfolgen? Sphären? Du brauchst mehr. Ja, so blaue Dinger. So scheiße, blaue Mann! Weg hier! Die Kopfhüßer sind scheiße! Ich hab dich geheilt! Scheiße! Schon wieder! Finde ich gut. Ich nicht. Weißt du, wie viele Kopffüßer das gerade waren? Du meinst die Frösche? Ja! Ja, die sind aber nicht schnell. Oh, endlich Frühstück gefunden. Krabben.
Ich denke, Wildschweine sind der Frühstück. Ja. Man muss ja auch ausgewogen essen, ne? Jeden Tag was anderes. Ich glaube, nur die Gesundheitstränke. Ich hab mal wieder einen, Alter. Ich könnte dir 10 geben. Ich weiß, du könntest mir auch einfach so 40 geben. Nein, ich habe nur 26. Ich muss die auch ein bisschen verbrauchen. Gut, dass du was Blaues übersiehst, was für mich war. Was Grünes. Ja, was Grünes, ein Speer irgendwie. Nein, wollte ich mal. Oh! Aufnehmen. Hübsch! Alter, ist ja verdammt gut. Yo! Wieso machen die so viel Schaden? Ah, toll. Wenn ich den benutze, kann ich nicht mehr benutzen. Weil ich zu wenig Stärke habe. Okay. Die haben übertrieben viel Schaden gerade gemacht. Mein Speer macht 50% Leben. Oh, du bist tot. Ja, das fällt dir früh auf. Warum sagst du nicht mehr was? Weil ich Krabben gefunden habe. Nein, weil ich habe gesagt, yo, oh mein Gott, ich bin tot. Was verstehst du auch nicht, dass ich tot bin? Du hast nur yo gesagt. Ja, oh, gesagt, ich bin auch tot. So viel Schaden. Wie schaffen wir es beide zu sterben? An Kopffüßlern. Du mit deinen Kopffüßlern, Alter. Ich find Apfelsaft ist ja so super. Ich dachte, du fandst das voll scheiße. Du hast nicht verstanden, wie man so mal das trinkt. Habe ich auch immer nicht. Also 5-0er verstehe ich immer noch nicht, wie man das trinken kann, aber Xperry ist geil. Wieso bist du mitten in der Kopfhüßer gestorben? Was hast du da gemacht? Wollt mal bumsen? Achso. Ja. Sieht die weich mein Messer sogar aus, die sind ja viel schlauer geworden, die Gegner. Echt Kopffüßler. Okay, ich nehme alles zurück, die Gegner sind genauso stark wie vorher. Ich finde es gerade ein bisschen einfacher, wahrscheinlich weil man einfach nicht mehr so total fertig ist von oder zweieinhalb weil Stunden sehr Aufnahme. Immer, okay, du kriegst auch ziemlich viel Schaden ab. Ich heile mich nur momentan andauernd selber. Achso, die ist für dich. Ach ja, immer diese Kopffüßler. Ich höre den Magier hier hinten. Vielleicht. Oh, mein Bein juckt. Gut gemacht. Eigentlich nicht. Schade. Wie die weglaufen. Ach, diese Sphären meinst du? Ich glaube, das sind irgendwelche Magierzauber. Ich habe gerade zum ersten Mal gesehen, was du meintest. Gut. Ist aber schon klar, was ich meine mit, die machen verdammt viel Schaden, ne? Nö. Ich habe endlich mal wieder vier Gesundheitstränke. Du meinst den da? Ja. Hab ich. Ist irgendwas passiert? Nein. Na, du hast das Spiel kaputt gemacht, gut gemacht. Wahrscheinlich, wirklich. Stechender Schwarm. Fuck, Alter, ich bin fast wieder gestorben. Ich greife gerade einen stechenden Schwarm und irgendwie auf Level 1 ist. Ja, das ist so ein Magier-Scheiß. Ach, da hinten ist was runtergefallen. Das hast du wahrscheinlich nur gemacht, damit du alles wegluten kannst. Das hast du mir erst dann gesagt, das. Weißt du? Ja, klar. Alles wegluten möchte der. Jo. Ich hoffe, die Kiste hier. Oh mein Gott, das ist mal Groot. Wohin geht er? Zu dir. Ascaophus. Ascaophus. Verstehe ich nicht. Rebengewächs, nice. Da oben ist auf jeden Fall ein Brunnen. Ich glaube, wir müssen dann nach links. Glaubst du, dass die hängen zusammen, die beiden Brückengebiete? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Na, guck mal, wieder Hohenkobolde. Alter. Du bist die ganzen Ferien über kaum Auto gefahren, oder? Ich bin tot. Ich hab vergessen, mich zu heilen. Bin ich, wieso? Mh!
Mir ist gerade aufgefallen, warum wir so schnell gestorben sind. Weil du kein Eichenherz anhast? Ja! Fragst du, ob ich. Achso. Weil ich jetzt eine Woche lang kein Auto gefahren bin und mir dachte so, oh mein Gott, wie funktioniert das? Nein, also ich wusste schon, wie mein Auto funktioniert und ich kann danach fahren, aber. Ich auch, aber es ist ein seltsames Gefühl. Na, geht. Nach einer Woche wieder Auto zu fahren, nee, ich fand das ekelhaft. Ich fahr lieber jeden Tag. Das frisst aber so viel Sprit immer, das ist so teuer. Aber Sprit ist voll billig gerade. 1,48 bei Real. Ich habe eins vorgestern für 1,47 gezahlt bei Kramer. Nice. Ich war vorgestern leider nicht in Celle. Und die Dingspumpe war kaputt irgendwie. Also was für eine Pumpe? Also die Benzinpumpe da. Von deinem Auto? Nein, vom Dings, von der Kramer. Tanke. Ja, also sie war nicht kaputt, da irgendwie so. Ich habe drauf gedrückt, es kam nichts. Guck ich erstmal rum, steht irgendwo defekt dran oder so. Ich bin erstmal komplett verwirrt. Stehe erstmal so eine Minute da, versuch's nochmal, geht immer noch nicht. Und dann gehe ich so rein und dann hat die da gedrückt, dass irgendwie so einen Knopf gedrückt. Wahrscheinlich, dass man dann. Ich habe keine Ahnung. Bin tot. Die beiden Brückengebiete hängen zusammen. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ja, auf jeden Fall konnte ich dann erst tanken. Okay, das Problem hatte ich noch nie. Und ich kann jetzt sogar meinen Tank selber auf und zu machen. Das ist super. Mein Tank ist einfacher als dein Tank, aber dafür habe ich einen zweiten Schlüssel dafür. Das ist ein bisschen scheiße. Ach ja. Wieso sterbe ich jetzt wieder dauernd? Weiß ich nicht. Lief doch die ganze Zeit lang so gut. Weil du die Gegner nicht kopfst, sondern so eine Ochsenfrische. Ja, genau, Peter. Sei doch noch ein bisschen lauter. Also sorry, wenn man in meinem Video gerade hört, dass irgendwer hier mit dem Maschinengewehr schießt, aber Peter ist gerade mit der Knarre am, mit dem... Mit der Knarre? Nein, nicht mit der Knarre. Mit dem Schlagschrauber am Arbeiten. Oh, zwei Stück von den Dingern. Drei Stück von den Dingern. Ich gehe dann mal. Drei gestunte Dinger. Ja, nicht wow. Mehr, never mind. Wow, Matsch. Los, Matsch meine Kampfstandard. Ich muss erstmal die Null finden. Guck, sind wir viel stärker? Sind wir wirklich? Ja, die nahen Verbündeten werden gestärkt dadurch. Okay, nein, da gehen wir noch nicht rein. Wir erkunden das weiter, Gebiet. Ne? Ja, ich glaube auch. Hast du nicht eben gesagt, hier ist irgendwo ein Brunnen? Ja, da irgendwie, als wir rechts waren, habe ich da irgendwas in der Ferne gesehen. Ich bin so viel schneller als du. Ach ja, hier. Oh, guck mal, schon wieder Kopffüßler. Für mich sind übrigens alle Gegner Kopffüßler. Weil ich den Begriff einfach so lustig finde. Du weißt nicht mal, was ein Kopffüßler ist, oder? Nicht im Ansatz. Okay. Gibt es Kopffüßler überhaupt? Ja. Ich weiß aber auch nicht, was genau Kopffüßler sind. Das sind alles hier Kopffüßler, sage ich dir. Alle Kopffüßler. Boah, hier geht's ja immer noch weiter, Alter. Ich glaube, hier geht's weiter. Ja, okay, dann gucken wir uns erstmal. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, da kommen gerade welche. Was? Wir haben noch 5 Minuten, tipp ich mal. Oh! Wir haben noch 30 Sekunden. Ja, dann töten wir hier die Gegner. Oh! Shit, ich hab dich geheilt. Hast du nicht? Dann habe ich einen Gegner geheilt. Nice. Ja, dann können wir auch den Part mal langsam beenden, ne? Jo, den hier noch killen und dann. Jetzt hast du mich geheilt, ne? Ja, und ich würde dann sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss. Ciao.